Schilddrüsenerkrankungen gehören zu den großen Volkskrankheiten. 5% der Bevölkerung sind von einer Hypothyreose, also von einer Unterfunktion der Schilddrüse betroffen. Sogar 20 bis 50% von einer Struma, also von einer Vergrößerung der Schilddrüse mit oder ohne Knoten. Neben dieser großen epidemiologischen Bedeutung spielen aber die Schilddrüsenerkrankungen auch eine große Rolle für die individuelle Gesundheit. Einige von ihnen können sogar lebensbedrohlich sein. Dazu und zu ein paar anderen Problemen mit der Schilddrüse möchte ich Ihnen Beispiele zeigen. Das hier ist der Einweisungsschein einer 60-jährigen Patientin, die vom Hausarzt in die Notfallaufnahme eingewiesen worden ist und dann mit dem Rettungsdienst auch eingeliefert worden ist. Sie sehen als Einweisungsdiagnose Tachyarrhythmie, unklare Genese, Ruhedyspnoe. Außerdem schreibt der Arzt noch beginnende kardiale Dekompensation, Struma, Fragezeichen, obere Einflussstau. Wenn Sie sich das EKG der Patientin anschauen, dann sehen Sie hier eine Tachykardie, ja, Herzfrequenz von 177 pro Minute. Und wenn Sie genauer gucken, dann sehen Sie auch, dass die Patientin eine Arrhythmie hat. Genauer gesagt eine Tachyarrhythmie. Man kann keine P-Wellen abgrenzen, das ist also Tachykard übergeleitetes Vorhofflimmern. Die Ursache, Sie werden es sich gedacht haben, ist eine Hypothyreose und Sie sehen hier massiv erhöhte Konzentrationen des freien T4, FT4, des FT3 oder des freien T3 und eine supprimierte Konzentration von TSH. Wir sind also hier rechts unten in diesem Schema, hier bei der Wolke Nummer 5, die manifeste Hyperthyreose, die gekennzeichnet ist durch eine erhöhte FT4-Konzentration und durch eine niedrige TSH-Konzentration. Sie können sich auch mal in Ruhe die anderen Punktwolken anschauen. Die Wolke Nummer 1, das ist die Euthyreose, das sind die normalen Personen. Und was Sie hier erkennen, ist diese graue Box, die definiert praktisch die Referenzbereiche für TSH und FT4. Gucken Sie sich das Rücken mal in Ruhe an und versuchen Sie mal, das zu reflektieren, warum bei den verschiedenen Erkrankungen die jeweiligen Punktwolken herauskommen. Wir wollen das kurz besprechen am Beispiel der manifesten Hyperthyreose. Ja, wir haben ein erhöhtes FT4, ein niedriges TSH. Das liegt natürlich an der Gegenkoppelung oder negativen Rückkoppelung. Das heißt, die TSH-Sekretion wird supprimiert durch die Rückkoppelung auf der Ebene der Hypophyse. Bei einer Erkrankung, die bedingt ist durch eine Mehrproduktion oder mehr Freisetzung von Schilddrüsenhormonen in der Schilddrüse. Letztlich haben wir es mit zwei unterschiedlichen Begriffen zu tun, dem Begriff der Thyreotoxikose und der Hyperthyreose. Das wird oft verwechselt und hier gibt es oft auch falsche Konzeptionen darüber. Die Frage ist, was ist die Beziehung zwischen diesen beiden Begriffen, Hyperthyreose und Thyreotoxikose? Viele denken, die Thyreotoxikose wäre so etwas wie eine thyreotoxische Krise, gerade im deutschen Sprachraum. Das stimmt aber nicht ganz. Ist eigentlich was anderes. Eine Thyreotoxikose ist ein ganz allgemeiner Begriff. Jede Form der Überversorgung des Organismus mit Schilddrüsenhormonen wird als Thyreotoxikose bezeichnet. Und dann gibt es Unterformen davon. Und um das zu verstehen, sollte man sich vielleicht noch mal kurz vergegenwärtigen, wie überhaupt Schilddrüsenhormone produziert und freigesetzt werden in der Schilddrüse. Am Anfang steht die Synthese eines Proteins von Thyreoglobulin, welches dann von den Zellen, wir sind jetzt oben im Schema, freigesetzt wird und letztlich in das Kolloid im Inneren der Schilddrüsenfollikel abgegeben wird. Dort wird das Thyreoglobulin iodiert und schließlich mit Hilfe von zwei Enzymen, der Dualoxidase und der Schilddrüsenperoxidase, Thyroid Peroxidase oder TPO, dann so umgewandelt wird, dass Schilddrüsenhormone, insbesondere T4 und T3, an diesen Thyreoglobulin-Grundkörper gekoppelt werden. Und anschließend wird dieses nun mit Schilddrüsenhormonen versehene Thyreoglobulin prozessiert, kann durch Proteolyse abgebaut werden und wird dann schließlich freigesetzt und die Schilddrüse sezerniert dann T4 und T3 in die Blutstrombahn. Was Sie hier sehen, das Schlüsselenzym ist die Schilddrüsenperoxidase. Die katalysiert den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt. Und sowohl die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase als auch weitere enzymatische Schritte, die hier von Bedeutung sind,
werden durch CAMP gesteuert. CAMP, das ist der Second Messenger des TSH, so dass damit deutlich wird, dass TSH in der Lage ist, die geschwindigkeitsbestimmenden Schritte zu kontrollieren. Und wenn die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase gesteigert ist, dann bezeichnet man das als Hyperthyreose. Das ist die echte Hyperthyreose, eine gesteigerte Synthese von Schilddrüsenhormonen im Kolloid, im Inneren der Schilddrüsenfollikel, durch eine gesteigerte Aktivität der Schilddrüsenperoxidase. Es gibt noch eine andere Form der endogenen Thyreotoxikose, die also aus der Schilddrüse stammt, die aber nicht von einer gesteigerten Synthese herrührt. Das ist die Freisetzungsthyreotoxikose. Die Freisetzungstoxikose entsteht zum Beispiel bei entzündlichen Erkrankungen der Schilddrüse, wenn Schilddrüsenhormone aus platzenden Follikeln freigesetzt werden. Das sind präformierte Schilddrüsenhormone. Da ist nicht die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase gesteigert, sondern hier werden nur Schilddrüsenhormone freigesetzt, die bereits im Vorfeld vorhanden waren im Inneren der Follikel. Und die dritte Form der Thyreotoxikose ist die Thyreotoxikosis factitia. Die rührt durch exogen zugeführte Schilddrüsenhormone her. Und hier ist die Ursache zum Beispiel eine nicht indizierte oder überdosierte Therapie mit Schilddrüsenhormonen. Nicht indizierte Therapie sieht man zum Beispiel dann, wenn Schilddrüsenhormone als Abmagerungsmittel, ziemlich gefährliches Abmagerungsmittel, verwendet werden. Aber sicher eher noch häufiger ist die Überdosierung in guter Absicht. Das nennt man Thyreotoxikosis factitia. So, also zusammenfassend, die Thyreotoxikose ist ein Überbegriff. Davon gibt es als Untergruppe die endogene Thyreotoxikose und hier bereits wieder als Unterbegriff die echte Hyperthyreose. Worin besteht die Symptomatik einer Thyreotoxikose? Viele von Ihnen wissen das schon. Klassischen Symptome stehen in Tachykardie, Arrhythmien, Wärmeintoleranz, Nervosität, Gewichtsabnahme und gastrointestinalen Beschwerden wie Durchfall und Bauchschmerzen. Sie sehen hier rechts im Bild eine über 100 Jahre alte Abbildung eines Menschen mit einer Thyreotoxikose, und zwar Hyperthyroidism in the last stage of the disease, im Endstadium der Erkrankung. Ja, daran sehen Sie schon, wie schlecht die Prognose früher war. Viele Menschen sind gestorben an der Thyreotoxikose und das war ein solches Endstadium. Die Komplikationen sind vielfältig. Plötzliche Herztod ist hier insbesondere zu nennen, auch Schlaganfälle treten gehäuft auf. Nicht selten sieht man eine Muskelschwäche bis hin zur Tetraparese, bedingt durch die Hyperthyreose, eine Psychose, und wenn sie länger besteht, kann sich auch eine Osteoporose entwickeln. Das ist ein anderes altes Beispiel aus dem Jahre 1840 von Karl von Basedow, nachdem eine bekannte Schilddrüsenerkrankung später zumindest in den deutschsprachigen Ländern und in Japan benannt ist. Und Karl von Basedow hat hier Madame F. beschrieben. Was sagt er? Madame F. fühlte sich bald sehr matt, verfiel in hartnäckige Diarrhoe, harte Nachtschweiße, magerte auffallend ab, wobei die Augäpfel aus der Orbita hervorzutreten anfingen. Die Kranke klagte dabei über Mangel an Atem, Brustbeängstigung, konnte jedoch tief einatmen. Sie hatte einen sehr frequenten, kleinen Puls. Einen klingenden Herzschlag, konnte die Hände nicht ruhig halten, sprach auffallend hastig, setzte sich, weil sie sich immer sehr brennend heiß fühlte, gern mit bloßer Brust und Armen der kalten Zugluft aus, zeigte eine unnatürliche Heiterkeit und Sorglosigkeit über ihren Zustand, ging und fuhr aus, ohne durch das Auffallende ihrer Erscheinung in Gesellschaften geirrt zu sein. Sie befriedigte ohne Rücksichten ihre sehr starken Appetite, schlief gut, jedoch mit offenen Augen. Sie sehen hier fast alle Symptome der Hyperthyreose beschrieben. Außerdem sehen Sie noch ein weiteres, auch wenn Sie die Patientin sich anschauen. Sie sehen Augensymptome. Und auch Karl von Basedow beschrieb, dass sie mit offenen Augen schlief. Dazu kommen wir später noch. Das ist eine typische Komplikation des Morbus Basedow. Wir haben über den plötzlichen Herztod gesprochen. Das ist durch viele Studien belegt. Und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass bereits ganz leichte Veränderungen der Schilddrüsenhormone ebenfalls das Risiko für einen plötzlichen Herztod erhöhen. Das, was Sie hier sehen, ist ein Ergebnis einer eigenen Studie, die wir zusammen mit Kooperationspartnern in
Düsseldorf und in Münster durchgeführt haben. Und hier hatten wir Patienten untersucht, die mit einem implantierbaren Kardioverter oder Defibrillator versehen waren, ein ICD-Gerät, herzkranke Patienten. Und das Praktische ist daran, man kann sehen, weil das aufgezeichnet wird durch die Elektronik, wenn die Patienten ein Ereignis hatten, was normalerweise zum plötzlichen Herztod geführt hätte, wie Kammerflimmern oder ventrikuläre Tachykardien. Glücklicherweise sind die Patienten nicht gestorben, weil sie ja das Gerät hatten. Aber was wir jetzt untersuchen konnten, ist, gab es da eine Assoziation zur Schilddrüsenfunktion? Und wie Sie sehen, gibt es eine überraschend starke Assoziation. Diejenigen, die einen Schock oder ein antitachykardes Pacing durch das Gerät benötigten, die hatten signifikant höhere FT4-Konzentrationen als diejenigen, die das nicht benötigt hatten, die also nicht am plötzlichen Herztod verstorben wären. Und interessanterweise, wenn Sie sich das genau anschauen, das sind nur relativ geringfügige Veränderungen. Wenn Sie sich diesen hellblauen Balken anschauen, der hinter diesen beiden Balkendiagrammen liegt, das ist der Referenzbereich für FT4. Deshalb bereits eine Veränderung innerhalb des Referenzbereiches erhöht signifikant das Risiko für einen plötzlichen Herztod. Rechts sehen Sie die Überlebenskurven. Die dunkelblaue Kurve sind diejenigen, die eine FT4-Konzentration über 18,5 Picomol pro Liter hatten, die hellblauen mit einer niedrigeren Konzentration. Und Sie sehen, das ereignisfreie Überleben, also ohne Schock oder sonstige antitachykarde Therapie des ICD-Gerätes, das hängt sehr stark ab von der Höhe der Schilddrüsenhormone. Das bestätigt viele, viele weitere Studien. Die größte dieser Studien ist sicher die Rotterdam Study, die eine große Anzahl an Personen, ich glaube, es waren 100.000 in Rotterdam untersucht hat über viele Jahre und auch hier eine starke Assoziation von FT4 im Referenzbereich mit dem Auftreten eines plötzlichen Herztodes beobachtet hat. Gut, zurück. Wir sind bei der manifesten Hypertyreose. Diese Kurve hatten wir uns schon angeschaut. FT4 erhöht, TSH erniedrigt. Und das hier, dieses Regelkreisschema, was die grundsätzlichen physiologischen Verhältnisse abbildet, das ist natürlich eine ganz starke Vereinfachung. In Wirklichkeit ist die Regulation viel, viel komplexer. Das Wichtigste ist, dass es ein aktives Schilddrüsenhormon gibt, das T3, was ungefähr fünfmal so wirksam ist wie T4 und durch bestimmte Deiodinasen in der Peripherie gebildet wird. Und Sie sehen auch, dass alle diese Prozesse plastisch sind, ja, durch Enzyme beeinflusst werden können. Die Aktivität der Deiodinasen, aber auch viele zentrale Prozesse, gerade auf der Ebene des Hypothalamus, die Freisetzung von TRH ist modulierbar durch Signale, zum Beispiel des Energiestoffwechsels oder auch des Stressstoffwechsels, Stresssignale. All das kann den Sollwert des Regelkreises verändern. Aber auch das ist noch eine Vereinfachung. Aktuelle Forschung hat gezeigt, dass auch die Schilddrüse selber T3 bilden kann und dass diese Bildung von T3 in der Schilddrüse durch TSH gesteuert werden kann. Das nennt man TSH-T3-Shunt oder TSH-T3-Feed-Forward-Control. Und natürlich ist auch das eine Vereinfachung, denn es gibt nicht nur T4 und T3, es gibt weitere Schilddrüsenhormone. Das aktivste von ihnen ist das 3,5-T2, das sehen Sie links unten. Das ist nochmal dreimal so wirksam wie T3, kommt aber nur in einer relativ geringen Konzentration im Blut vor. Erwähnenswert ist auch das RT3, das ist das lilafarbene auf der rechten Seite, das ist ein Schilddrüsenhormon, das ähnlich wie T3 auch drei Jodatome enthält, wo aber die Jodierungspositionen an anderer Stelle sind, nicht an den Stellen 3, 3' und 5, sondern an den Positionen 3, 5 und 5'. Und das ist ein blockierendes Schilddrüsenhormon. Ja, das ist nicht nur nicht aktiv, sondern das blockiert sogar die Signaltransduktion. In bestimmten Situationen des Energiemangels und dem Hungerstoffwechsels oder auch bei kritischer Erkrankung, da wird T3 runterreguliert und RT3 hochreguliert. Das ist eine durchaus sinnvolle Funktion, die wir hier sehen. Allostatische Reaktion. Schilddrüsenallostase nennt man das auch oder Nonsteroidal-Illness-Syndrom. Und natürlich, wie könnte es anders sein? Auch das ist eine Vereinfachung. Es gibt in Wirklichkeit 27 Moleküle des Thyronin-Grundkörpers. Etliche davon sind hormonell aktiv. Diese Rhombe, die Sie links sehen, das sind die klassischen Jodothyronine. Ja, T4, T3, 3,5, T2, RT3, die wir vorhin besprochen haben, die finden Sie hier und einige weitere. Rechts oben sehen Sie die Jodothyroacetate, das sind etwas kleinere Schilddrüsenhormone, also etwas kleinere Moleküle, die aber im Prinzip die gleiche Wirkung haben wie die klassischen Jodothyronine.
Und rechts unten sehen Sie die Thyronamine. Das sind erst kürzlich entdeckte oder besser gesagt wiederentdeckte Schilddrüsenhormone, die ganz andere Wirkungen haben. Da läuft gerade die Forschung sehr intensiv darüber, welche Funktionen die Thyronamine haben. Gut, zurück zur Thyreotoxikose. Ganz wichtig in der Klinik ist, dass man die Ursache klärt. Denn erst wenn man die Ursache kennt, kann man eine zielgerichtete Therapie durchführen. Ursachen einer Thyreotoxikose sind vielfältig. Die wichtigsten sind eine Autonomie, also ein Schilddrüsenknoten in der Regel, der autonome Schilddrüsenhormone produziert, ein autonomes Adenom, eines oder mehrere. Autoimmunthyreopathien, hier wäre insbesondere der Morbus Basedow zu nennen, wo wir schon ein Bild gesehen haben von. Andere Ursachen sind eine subakute Thyreoiditis, eine akute Thyreoiditis, das sind jeweils entzündliche Erkrankungen durch virale bzw. bakterielle Infekte. Sehr selten gibt es sekundäre Hyperthyreosen, zum Beispiel durch TSH-produzierende Adenome oder durch eine Resistenz von Schilddrüsenhormonen auf der Ebene der Hypophyse. Und bestimmte Medikamente wie Röntgenkontrastmittel oder Amiodaron, das ist ein Antiarrhythmikum, was strukturell ähnlich dem T4 aufgebaut ist und was insbesondere auch sehr viel Jod enthält, auch die können eine Thyreotoxikose verursachen. Und die Art der Thyreotoxikose ist unterschiedlich. Eine Hyperthyreose, also eine Thyreotoxikose durch eine gesteigerte Aktivität der Peroxidase, die finden Sie bei autonomen Adenomen, bei Morbus Basedow, auch bei sekundären Hyperthyreosen und das kann auch durch Kontrastmittel ausgelöst werden, die sehr viel Jod enthalten. Zu den Freisetzungsthyreotoxikosen gehören die subakute Thyreoiditis und die akute Thyreoiditis. Und Amiodaron kann beides auslösen. Eine Amiodaron induzierte Thyreotoxikose Typ 1 ist eine Hyperthyreose. Als Typ 2 bezeichnet man eine Freisetzungsthyreotoxikose durch eine Amiodaron induzierte Entzündung der Schilddrüse. Eine Autonomie kann man zum Beispiel durch eine Schilddrüsenszintigraphie diagnostizieren. Hier wird Technetium injiziert und Technetium, radioaktives Technetium, wird ähnlich aufgenommen wie Jod von der Schilddrüse. Und Sie sehen hier auf diesen beiden Bildern, dass die Schilddrüse nicht symmetrisch ist, sondern dass man jeweils auf der linken Seite eine Struktur sieht, die vermehrt Technetium aufnimmt. Das sind autonome Adenome. Anders ist es beim Morbus Basedow. Hier werden Antikörper gebildet. TSH-Rezeptor-Autoantikörper, TRAX im Deutschen oder TRAP im Englischen, die den TSH-Rezeptor stimulieren, in ganz seltenen Fällen auch hemmen, die I-TRAPs, aber viel häufiger sind die S-TRAPs, die stimulierenden, die dann zu einer Hyperthyreose führen, auch zur Entwicklung einer Struma. Sie hatten ja vorhin auch die Augen gesehen, der Madame F. von Karl von Basedow. Und das wäre ein Beispiel für eine Patientin, ein aktuelles Beispiel. Und was Sie hier sehen, das ist nicht nur kosmetisch ungünstig. Wenn Sie sich die Augen dieser Patientin genau anschauen, sehen Sie, dass die Augen nicht parallel stehen. Diese Patientin hat Doppelbilder. Warum hat sie das denn überhaupt? Warum tritt bei einem Morbus Basedow diese Augenbeteiligung auf? Früher dachte man, das wäre die Hyperthyreose, aber das ist es wahrscheinlich gar nicht, sondern man weiß heute, dass TSH-Rezeptoren nicht nur in der Schilddrüse exprimiert werden, sondern auch in den Augenmuskeln und in den Fibroblasten hinter den Augäpfeln im retroorbitalen Gewebe. Und eine Stimulation durch TSH-Rezeptor-Autoantikörper führt auch dort zu einer Vermehrung des Gewebes, sodass die Augen dann hervorquellen und dann auch weitere Komplikationen wie Entzündungen und eine Beeinträchtigung des Sehnervens und lässt sich auch eine Pseudoparese oder Pseudoparalyse auftreten mit den entsprechenden Doppelbildern. In Extremfällen, die zum Glück relativ selten sind, kann die endokrine Orbitopathie sogar zur Erblindung führen. Wie diagnostizieren wir einen Morbus Basedow? Eine Methode ist sonografisch. Man sieht hier, wie in diesem Beispiel, eine inhomogene, vergrößerte Schilddrüse, überwiegend echoarmer Natur. Und was fast schon pathognomonisch ist, das ist die Hyperperfusion in der Farbduplex-Untersuchung. Anderes diagnostisches Verfahren wäre die Untersuchung von Antikörpern. Hier werden insbesondere natürlich die Antikörper gegen TSH-Rezeptoren, also die TRAX, erhöht. Was können wir therapeutisch machen? Die Akuttherapie besteht bei der echten Hyperthyreose in Thyreostatika. Carbimazol, Thiamazol und Propylthiouracil, das sind die drei Thyreostatika, die in Deutschland lieferbar sind.
Und diese Thyreostatika eignen sich zumindest zur kurzfristigen Therapie, ja, auch in Notfällen. Darüber hinaus gibt es Verfahren der definitiven Therapie, die Schilddrüsenresektion und die Radiotherapie. Das ist immer notwendig bei Autonomien der Schilddrüse, aber auch beim Morbus Basedow wird es zumindest in 50% der Fälle notwendig sein, eine definitive Therapie durchzuführen, nämlich dann, wenn es nicht zur Remission kommt, innerhalb von einem bis maximal 2 Jahren. Gut, gehen wir zurück zu unserer Patientin. Nun war der Verlauf relativ ungünstig für unsere Patientin. Wir sind ja noch in der Notfallaufnahme. Sie hat sich hier mit der Tachykardie vorgestellt und hatte bereits Rasselgeräusche über der Lunge. Und innerhalb von kurzer Zeit hat die Patientin Lungenödem entwickelt und ist intubationspflichtig geworden, sodass die Patientin dann auf die Intensivstation aufgenommen werden musste. Und Sie sehen, wir haben es hier mit einem lebensbedrohlichen Verlauf einer Hyperthyreose zu tun. Und das ist das, was man als thyreotoxische Krise bezeichnet. Ich wiederhole nochmal, wir haben die Thyreotoxikose als allgemeinen Begriff, die Hyperthyreose als spezielle Form der Thyreotoxikose und die thyreotoxische Krise, das ist die lebensbedrohliche Verlaufsform der Thyreotoxikose. Wie stellen wir die Diagnose? Nicht anhand der Höhe der Schilddrüsenhormone. Das Muster an TSH, FT4 und FT3 kann völlig identisch sein, egal ob der Patient nur Befindlichkeitsstörungen hat oder ob er lebensbedrohlich krank ist. Wir verwenden klinische Kriterien für die Entscheidung, ob es sich um eine thyreotoxische Krise handelt oder nicht. Es gibt hier zwei Score-Systeme, die sich bewährt haben. Zum einen der Bert-Schwartowski-Score, den Sie hier sehen, und zum anderen die Akamizu-Kriterien aus Japan. Weltweit wird häufiger der erstere Score, also der Bert-Schwartowski-Score, verwendet und den stelle ich Ihnen hier vor. Wir haben hier verschiedene Domänen, über die letztlich Schilddrüsenhormone wirken, ja, die Körpertemperatur, die zentralnervöse Symptomatik, die Betroffenheit des Magen-Darm-Traktes und der Leber und verschiedene Formen der kardiovaskulären Dysfunktion. Und Sie sehen hier, dass zum Beispiel verschiedene Temperaturen mit verschiedenen Punkten versehen werden, verschiedene Ausprägungsgrade der kardiovaskulären Dysfunktion oder der zentralnervösen Symptomatik. Und diese Punkte werden dann in allen Domänen aufsummiert, die der Patient bekommt. Und ab mehr als 25 Punkten sagt man, eine thyreotoxische Krise ist möglich. Bei über 45 Punkten ist sie wahrscheinlich. So, was liegt nun bei unserer Patientin vor? Wir wollen das mal durchgehen. Sie hatte keine Hyperthermie, das heißt, sie hat hier nur 5 Punkte hinsichtlich der Körpertemperatur, das ist das Minimum in dem Fall, sonst sind es immer 0 Punkte. Sie hat auch keine zentralnervöse Symptomatik. Aber sie hatte schon über Bauchschmerzen geklagt, deswegen bekommt sie hier 10 Punkte. Sie hatte eine Herzfrequenz von über 170, Sie erinnern sich, deswegen hier 25 Punkte. Sie hat bibasedäre Rasselgeräusche über der Lunge, deswegen nochmal 10 Punkte. Und sie hatte Vorhofflimmern, nochmal 10 Punkte. Was heißt suggestive Anamnese? Eine suggestive Anamnese beschreibt eine Erkrankung, die den Übergang von der einfachen Hyperthyreose zur thyreotoxischen Krise zündet. Das sind unspezifische Erkrankungen, Infekte wie eine Lungenentzündung, aber auch Faktoren wie die Geburt oder Stress im Allgemeinen, Myokardinfarkt. Solche unspezifischen Erkrankungen, die zünden den Übergang von der einfachen Hyperthyreose zur thyreotoxischen Krise. Warum das so ist, darauf werden Sie später noch zurückkommen. Das hatte die Patientin jetzt nicht. Deswegen haben wir in der Summe 60 Punkte. Sie erinnern sich, die Patientin hat dann nach kurzer Zeit ein Lungenödem entwickelt und ist intubationspflichtig geworden. Sie hatte dann 65 Punkte. Warum können unspezifische Faktoren den Übergang vermitteln von der einfachen Hyperthyreose zur thyreotoxischen Krise? Ich will Ihnen mal ganz kurz die Pathophysiologie erläutern. Am Anfang, und das müssen wir natürlich immer haben, haben wir erhöhte Spiegel der freien Jodothyronine. Ja, also von T4 und oder T3. Die Thyreotoxikose müssen Sie natürlich haben, damit eine thyreotoxische Krise bestehen kann. Diese Thyreotoxikose führt dann dazu, dass eine Tachykardie auftritt, einerseits durch eine direkte Stimulation des Myokards, andererseits aber auch durch eine vasodilatierende Wirkung der Schilddrüsenhormone, die dann reflektorisch ebenfalls zu einer Tachykardie führt. Beides führt dann zu einer hyperdynamen Kreislaufsituation und das kann dann zumindest bei vorgeschädigten Herzen bereits zu einer kardialen Dekompensation führen.
Unterstützt wird dieser ganze Prozess noch dadurch, dass eine Hyperthermie auftritt, die dann ebenfalls die Hyperdynamik-Kreislauf-Situation stützt, dass ein Hypermetabolismus auftritt und dass eine Hypokaliämie eintritt durch eine direkte Stimulation von Natrium-Kalium-Pumpen in den distalen Tubuli. Und auch das kann letztlich zu einer Tachykardie und auch zu Vorhofflimmern beitragen. Weitere Probleme sind Hypovolämie, die dann zum einen die Tachykardie unterhält und zum anderen aber auch zum Nierenversagen führen kann, was dann über ein renokardiales Syndrom die kardiale Dekompensation weiter unterhalten kann. Weitere Probleme sind die Muskelschwäche, die dann über eine gestörte Atemmechanik zu einer relativen Hypoxie führen kann. Wenn Sie an den Eulia-Lilly-Strand-Reflex denken, dann können Sie sich auch gut vorstellen, dass diese gestörte Atemmechanik und diese Hypoxie dann auch zu einer pulmonalen Hypertension führen können, die ihrerseits wieder weitere Probleme nach sich zieht. Andererseits können auch die Schilddrüsenhormone selbst eine pulmonale Hypertension verursachen. Es kommt auch zu einer Leberparenchymschädigung, einerseits direkt durch die erhöhten Spiegel der Schilddrüsenhormone, andererseits indirekt durch die Hypoxie, durch die kardiale Dekompensation, sodass wir dann weitere Probleme entwickeln, denn die Leberparenchymschädigung, die führt zu einer gestörten Plasmaproteinbindung von Schilddrüsenhormonen, sodass die freien Schilddrüsenhormone weiter ansteigen und auch der Abbau von den Schilddrüsenhormonen ist verzögert, sodass Sie bereits hier etliche Schleifen von positiven Rückkopplungen sehen, die nicht überlebt werden, wenn man hier nicht frühzeitig interveniert. Die Krone setzt dem Ganzen noch die Agitation und die Psychose auf, die natürlich die Situation dann nicht weiter erleichtert. Das heißt, wir brauchen entsprechend auch ein multimodales Vorgehen, um hier unsere Patienten behandeln zu können und das Leben retten zu können. Ja, das Wichtigste ist sicher die Therapie mit Thyreostatika, das heißt die Reduktion der T4-Konzentration. Das gilt natürlich nur für die echte Hyperthyreose, wenn also die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase gesteigert ist. In anderen Fällen, bei der destruktiven Thyreoiditis zum Beispiel, würde man entweder nicht-steroidale Antirheumatika oder Steroide geben, um auf diese Weise die Entzündung zu hemmen. Bis vor kurzem hat man nur noch empfohlen, die Deodierung zu blockieren, indem man unselektive Beta-Blocker, zum Beispiel Propranolol oder Pindolol, gibt. Das steht auch noch in dieser Tabelle hier, die ein paar Jahre alt ist. Das macht man heute nicht mehr. Warum macht man das heute nicht mehr? Weil eine große Studie in Japan hat gezeigt, dass die Mortalität unter unselektiven Beta-Blockern erhöht ist. Deswegen, das ist jetzt durchgestrichen, vergessen Sie das. Aber was man weiterhin machen kann, ist Glukokortikoide geben und damit die Aktivität von Deodinasen zu hemmen, was dann dazu führt, dass weniger T3 gebildet wird. Sie erinnern sich, T3 ist fünfmal so stark wirksam wie T4, also das ist schon eine wirksame adjuvante Therapie. Propyltiouracil ist auch ein Thyreostatikum, was die Aktivität von Deodinasen hemmt und auf diese Weise ebenfalls zusätzlich zur Hemmung der Peroxidase auch die Aktivierung der Schilddrüsenhormone unterbindet. Beta-Blocker sind auf jeden Fall sinnvoll, um die Wirkung von Schilddrüsenhormonen am Myokard zu verhindern. Auch hier würde man heute keine unselektiven Beta-Blocker mehr verwenden, sondern selektive wie Metoprolol oder andere Beta-1-selektive Beta-Blocker. Supportive Maßnahmen sind ganz wichtig, ja, Überwachung des Kreislaufs, der Atmung, Flüssigkeitssubstitution, Elektrolytsubstitution, hochkalorische Ernährung, Fiebersenkung, Sauerstoffgabe, gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, Intubation und Beatmung. Mit allen diesen Maßnahmen ist in den letzten Jahrzehnten möglich geworden, die Mortalität der thyreotoxischen Krise, die in den 30er Jahren noch bei fast 100% lag, auf mittlerweile unter 5% zu senken. Gut, zurück zu unserer Patientin. Wenn Sie sich das alles verinnerlichen, dann wird es klar, dass es jetzt ganz wichtig ist, die Ätiologie der Thyreotoxizokose zu klären. Was ist die Ursache? Was ist los bei dieser Patientin? Ein Ultraschall am Bett hat gezeigt, dass die Patientin eine relativ große Schilddrüse hat und Knoten, sodass eine Möglichkeit darin besteht, dass sie möglicherweise ein autonomes Adenom hat. Und das hat sich tatsächlich bestätigt hier in der Szintigraphie. Sie sehen hier einen massiv gesteigerten Technetium-Uptake von 7,5%. Ja, der sollte normalerweise unter 2 bis 3% liegen. 7,5%, das ist ein massiv gesteigerter Uptake an Technetium. Das heißt, wir haben hier eine dekompensierte Autonomie. Deswegen war es sinnvoll, der Patientin Thyreostatika zu geben. Und hierunter haben wir dann im Laufe der Zeit eine deutliche Besserung
der Situation dokumentieren können. Und nach 10 Tagen konnte die Patientin extubiert werden und auf eine periphere Station verlegt werden. Wie schon erwähnt, können Funktionsstörungen der Schilddrüse, insbesondere aber auch Hyperthyreosen und sogar thyreotoxische Krisen durch Substanzen ausgelöst werden, die sehr große Jodmengen enthalten, zum Beispiel Röntgenkontrastmittel oder Amiodaron. Ich habe Ihnen hierzu ein weiteres Beispiel mitgebracht und diesmal erzählt der Patient selbst. Diese Krankheit, ja, die dauert noch an. Wie gesagt, ich nehme jeden Tag Cortison und zwar einmal am Tag ein Spray Vivian und 2,5 Milligramm Cortison oral. Zwischenzeitlich aber ist bei mir die Schilddrüsenüberfunktion ausgebrochen und zwar im Jahre 78. Ich war damals auch im Krankenhaus Ulm stationär behandelt worden und eigentlich zur Zufriedenheit. Es ist nur am rechten Auge ist was zurückgeblieben, aber sonst im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden gewesen. Können Sie vielleicht noch mal kurz schildern, zu Ihrer Schilddrüsenerkrankung, wie sich das bei Ihnen geäußert hat? Wie haben Sie das zuerst festgestellt? Die Erkrankung der Schilddrüse hat sich folgendermaßen geäußert: Gewichtsabnahme, unwahrscheinliche Nervosität, Zittern an den Händen, am ganzen Körper. Ja, das war so. Und das habe das dann hier bestrahlt. Und durch die Bestrahlung ist der Basedorf wieder zurückgegangen, wobei am rechten Auge was geblieben ist. Aber sonst habe ich keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Ich bin dann auch ambulant immer nach Ulm gekommen zum Herrn Doktor, oder Professor Loos. Vierteljährlich hat er mir eben behandelt und ich war eigentlich mit dies zufrieden und ich habe mit meinen Augen keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Nach einem gewissen Zeitraum war es so, dass ich die Tabletten, und zwar die Tablette des L-Thyroxin, habe ich etwa 10, 12 Jahre genommen. Da mal bis 86 und dann habe ich die Tabletten total abgesetzt. Das hat aber mehr oder weniger mein Hausarzt gemacht, weil der hat immer Laborbefunde und zwar ist es das TCSH, war ganz normal bei mir. Also wie gesagt, ich brauchte einfach nichts mehr. Allerdings, bei jeder Erkrankung musste ich angeben, wo ich Kontrastmittel gespritzt bekommen habe, musste ich angeben, dass man bei mir vorsichtig umgeht, und zwar aufgrund der Schilddrüsenerkrankung. Das habe ich auch immer gemacht. Bloß dann dürfte das bei meinem ersten Herzinfarkt, der war am 14.09.1986. Habe ich das selber nicht preisgegeben oder habe ich selber nicht gesagt, ist das dann wieder ausgebrochen. Aber nur kurze Zeit und dann war es wieder gut. Und dann erfolgte, ja, wie Hat man da, wenn ich gesagt, Sie kurz unterbrechen darf, hat man da einen Herzkatheter gemacht, 1986? richtig, Ah ja. In Ulm zuerst hier ein Herzkatheter gemacht und da war Ulm noch keine Herzklinik. Dann wurde ich mit dem Hubschrauber der Bundeswehr nach Freiburg geflogen. Ah, das hat sich eigentlich. Ich habe zu Hause eine Waage und bin immer auf die Waage gestanden in der Früh. Und jedes Mal hat wieder ein Kilo gefehlt. Und das vielleicht in einem Zeitraum, ja, von 2 Wochen. Und da hat sich auch der ganze Zustand bei mir hat sich da verschlechtert. Wie viel haben Sie abgenommen? 15 Kilo. In welcher Zeit? Ja. In welcher Zeit? Etwa in 14 Ta zwischen 14 Tagen und 3 Wochen. Am
16.12.2003 ist mir schon beim Aufstehen in der Früh einfach nicht richtig wohl gewesen. Es war mir mehr oder weniger übel, was sich eigentlich im Laufe des Tages stabilisiert hat. Ich möchte nicht sagen stabilisiert, sondern besser geworden ist. Und gegen Abend sind die Symptome wieder aufgetreten. Ich habe dann meinen Hausarzt angerufen. Der war leider Gottes war der nicht abkömmlich, der war weg. Und habe dann über die Rettungsleitstelle habe ich mich informiert, wer der zuständige Arzt ist. Meine Frau hat diesen auch gleich konsultiert. Und der ist kurze Zeit später, etwa eine halbe Stunde, ist bei mir aufgetreten und hat mich untersucht. Hat dabei festgestellt, dass ich einen starken Pulsschlag habe. Der Pulsschlag, der war 120 und der Blutdruck war 190. Ich habe das selber schon auch gemerkt, ich lag immer hinter das Ohr oder vor dem Ohr und da spielte ich ganz genau den Pulsschlag und der war ziemlich stark, war der. Und dann sage ich zu meiner Frau, das hat so keinen Wert, wir müssen den anrufen. Und er ist auch noch gekommen, wie gesagt, hat alles aufgenommen, hat die ganzen Medikamente aufgeschrieben, kurz und gut alles, hat sich wie hier mit der medizinischen Klinik im oberen Eselsberg in Verbindung gesetzt und anschließend bin ich mit dem Rettungswagen bin ich hier eingeliefert worden, so gegen 11, viertel 12 Uhr bei der Nacht. Ich wurde gleich anschließend auf der Notaufnahme, wurde ich untersucht auch noch. Es wurde ein EKG geschrieben und weitere Untersuchungen vorgenommen am Körper und auch gleich eine Infusion gelegt und verabreicht. Ich war die ganze Nacht bis zum frühen Morgen war ich drunten in der Notaufnahme. In der Notaufnahme selber bin ich dann verlegt worden auf die Station A2, Zimmer 60. Es ging mir nicht gut am nächsten Tag, ich muss es dazu sagen. Mir ist übel geworden, ich habe einen rasenden Pulsschlag gehabt und wurde dann eigentlich hier ärztlicherseits versorgt. Ich habe selbst die ganze Sache überhaupt nicht so mitbekommen, was alles um meine Person geschehen ist. Und gut, und ich war, wie gesagt, ärztlich dann versorgt und es war, so wie ich nachher erfahren habe, eine ziemlich akute Sache bei mir. Wo es eine Hypertyreose und eine Thyreotoxikose gibt, gibt es auch eine Hypotyreose, also eine Unterfunktion der Schilddrüse. Nicht nur vom Namen her und von der Pathophysiologie her, sondern auch aus Sicht der Klinik ist die Hypothyreose ziemlich genau das Gegenteil zur Hyperthyreose. Bradykardie, Kälteintoleranz, Hypothermie, Müdigkeit, Gewichtszunahme und ein Myxödem. Was ist ein Myxödem? Das normale kardiale Ödem kennen Sie alle, das ist ein wegdrückbares Ödem. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel in den Unterschenkel leicht reindrückt mit dem Daumen, dann bleibt eine Delle, die Sekunden bis Minuten erhalten bleibt. Das haben Sie beim Myxödem nicht. Sie können das nicht wegdrücken. Ja, haben auch eine ödematöse Schwellung, aber nicht wegdrückbar. Und die große Komplikationsfurcht, die man hat, das ist die Furcht vor dem Perikarderguss, vor der CO2-Narkose und insbesondere vor dem Koma. Auch heute noch hat das Myxödem-Koma eine relativ schlechte Prognose. Hier oben sehen Sie wieder ein historisches Bild aus einem alten Lehrbuch der Psychiatrie. Und Sie sehen hier die Patientin links mit dem Vollbild des Myxödems. Gerade noch nicht im Koma, aber schwer beeinträchtigt und dann unter Therapie mit Schilddrüsenhormonen dann eine deutliche Verbesserung des Zustandes. Auch hier ist es sinnvoll, die Ursache zu klären. Die häufigsten Ursachen sind sicher die Autoimmunthyreopathien, die Ortthyreoiditis und die Hashimoto-Thyreoiditis, die, wie eingangs erläutert, 10% der Bevölkerung betreffen. Seltenere Ursachen sind die subakute Thyreoiditis, der sind wir schon begegnet bei der Thyreotoxikose. Das ist die initiale Phase. Später kann die subakute Thyreoiditis dann zu einer Hypothyreose führen. Andere Formen sind eine Silent Thyreoiditis,
Das ist eine Thyreoiditis, die ohne Symptome einhergeht und sich erst spät dann als Hypothyreose ohne sonst erkennbare Ursache manifestiert. Die akute Thyreoiditis und ein paar andere seltene Ursachen wie eine zentrale Hypothyreose. Gar nicht so selten ist die thyreoprive Hypothyreose. Das ist die, die auftritt, wenn die Schilddrüse operiert worden ist oder einer Radiotherapie unterzogen worden ist. Dann resultiert natürlich auch eine Hypothyreose. Medikamente können das auch verursachen. Ja, Lithium und Carbamazepin werden hier zu nennen. Und auch Amiodaron, dem sind wir auch schon begegnet. Das macht häufiger eine Hyperthyreose, kann aber auch zu einer Hypothyreose führen. Wie behandeln wir die Hypothyreose? Das ist theoretisch relativ einfach. Sie geben T4, üblicherweise 1,6 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber hier muss man aufpassen. Der Bedarf ist individuell unterschiedlich. Deswegen wird man in der Praxis nicht umhin kommen, nach den TSH-Konzentrationen und auch nach den FT4- und FT3-Konzentrationen zu dosieren. Ja, bei älteren Menschen muss man sehr langsam die Dosis steigern. Ein relativ geringer Prozentsatz der Patienten profitiert von der zusätzlichen Therapie mit T3. Das sind diejenigen, die eine schlechte Lebensqualität haben, trotz scheinbar hinreichender Substitution mit T4. Das nennt man Syndrom T, diese Gruppe. Und wahrscheinlich wird ein Teil dieses Syndrom Ts durch eine verminderte Gewebeaktivität von Deiodinasen ausgelöst. So richtig erforscht ist das jetzt noch nicht. Aber diese Subgruppe würde dann auch von der T3-Substitution profitieren. Das ist wesentlich komplexer, weil sie T3 nur relativ gering dosieren dürfen und insbesondere auch zweimal täglich geben müssen. Ja, die meisten Patienten fahren sehr gut mit einer Monotherapie mit T4. Ja, und der dritte wichtige Punkt bei der Schilddrüse, das sind die Schilddrüsenknoten. Knoten können natürlich zu einer Hyperthyreose führen, wie das Beispiel, was wir eingangs gesehen haben mit unserer Patientin, die ein autonomes Adenom hatte. Aber Knoten können auch noch ein ganz anderes Problem machen, denn Knoten können natürlich Krebs sein, Schilddrüsenkarzinom. Das ist natürlich wichtig, dass wir das erkennen. Und wenn Sie daran denken, dass ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung Schilddrüsenknoten hat, dann ist es klar, wie wichtig es ist, hier eine Risikostratifizierung durchzuführen und zu erkennen, welcher Knoten ist ein Karzinom und welcher nicht. Ja. Und hier gibt es glücklicherweise inzwischen einige Kriterien, die uns helfen. Das eine ist die Perfusion im Farbduplex, die Perfusionstypen nach Ivenec. Als Perfusionstyp 0 bezeichnet man einen Knoten, der gar nicht perfundiert ist. Perfusionstyp 1 hat eine Binnenperfusion. 2 eine Ringperfusion oder Korbperfusion außenrum, 3 wäre die Kombination aus 1 und 2 und 4, das wäre dann eine so starke Perfusion, dass Sie intranoduläre Schanz sehen. Und Sie können sich vorstellen, je höher der Perfusionstyp ist, desto stärker ist die Stoffwechselaktivität des Knotens. Deswegen ein Karzinom kann einen höheren Perfusionstypen haben. Aber auch ein autonomes Adenom kann einen höheren Perfusionstypen haben. Deswegen ist immer auch die Bestimmung der Schilddrüsenfunktion wichtig. Nicht nur deswegen, natürlich, aber auch deswegen. Gut, als Beispiel, das wäre ein Perfusionstyp 2. Sie sehen hier den Knoten in der Mitte, der die ringförmige, dieses Perfusionsmuster außenrum hat. Auch das wäre ein Perfusionstyp 2. Hier sehen Sie auch eine Binnenperfusion. Das wäre ein autonomes Adenom mit Perfusionstyp 3. Neben dem Farbduplex hilft aber auch das B-Bild sehr gut, die mögliche Malignität von Schilddrüsenknoten abzuschätzen. Und hier hat sich die Teilrechtsklassifikation bewährt. Und im Prinzip erkennen wir die gutartigen, die intermediären und die bösartigen Muster. Grün unterlegt sind die gutartigen Muster, das ist zum Beispiel eine liquide Binnenstruktur, also eine Zyste, eine spongiforme Binnenstruktur, also ein schwammartiges Muster oder Mischungen aus schwammartigen und liquiden Muster. Das sind die Koloidtypen 1, 2 oder 3, die man als Teilrest 2 klassifizieren würde. Teilrest 2 hat eine Malignitätswahrscheinlichkeit von 0%. Außer wenn eine Autoimmunthyreopathie besteht, dann würde man als Teilrest 3 bezeichnen, die Teilrest 2 Muster, dann ist sie geringfügig höher, etwa im Bereich von 1%. Dann haben wir die Malignitätskriterien. Die sehen Sie unten in diesem rosa unterlegten Feld. Das wäre eine solide Binnenstruktur, eine echoarme Binnenstruktur, ein unscharfer Rand, ein Knoten, der tiefer als breit ist oder Mikrokalzifikationen im Knoten. Und dann zählen wir die Anzahl dieser Malignitätskriterien. Wenn eines erfüllt ist, dann nennen wir das Teilrest 4a. Das ist immer noch eine Malignitätswahrscheinlichkeit von etwa 5%. Wenn 2 erfüllt sind, 4b. Wenn 3 erfüllt sind, 4c.
Hier ist die Malignitätswahrscheinlichkeit schon bei 50%. Und wenn mehr als drei Malignitätskriterien erfüllt sind, dann ist das Teilreiz 5. Hier ist die Malignitätswahrscheinlichkeit über 80%. Teilreiz 6, das ist eigentlich nur eine statistische Kategorie. Wenn der Knoten bereits als maligne erkannt ist, zum Beispiel durch Operation histologisch maligne ist, dann würde man jetzt retrospektiv als Teilreiz 6 klassifizieren. Das ist eher eine theoretisch wichtige Klasse. Was Sie vielleicht noch bedenken sollten, es gibt leider unterschiedliche Teilreizklassifikationen. Nicht alle sind genauso wie hier, ist im Prinzip ähnlich, aber es gibt leider inzwischen sehr viele verschiedene Teilreizklassifikationen. Die EU-Teilreizklassifikation, dann die Teilreizklassifikation der amerikanischen Radiologen, eine koreanische Teilreizklassifikation und weitere, die sich in Details hier unterscheiden. Ja, deswegen muss man immer genau wissen, welche Teilreizklassifikation ist gemeint, wenn man das beurteilen will. Letztlich sind alle nützlich und sehr hilfreich, Risikostratifizierung von Schilddrüsenknoten. Hier als Beispiel eine Schilddrüsenzyste. Ja, das wäre also, wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Bild, eine liquide Binnenstruktur, Koloid Typ 1 und damit Teilreizklasse 2. Das wäre eine gemischte Binnenstruktur, spongiform mit liquiden Anteilen, Koloid Typ 3, auch Teilreizklasse 2. Trotzdem, so ganz harmlos ist dieser Knoten nicht, denn der ist ganz stark perfundiert. Das ist ein autonomes Adenom. Ja, also dennoch vielleicht behandlungsbedürftig, muss aber nicht so dringlich behandelt werden wie ein Karzinom, zumindest dann, wenn nicht mehr als eine latente Hyperthyreose besteht. Ein relativ neues Verfahren zur Dignitätsbeurteilung ist die Elastographie. Das sind Verfahren, mit denen mithilfe des Ultraschallgeräts die Elastizität oder Festigkeit des Gewebes untersucht werden kann. Da gibt es auch wieder verschiedene Verfahren, die Strain-Elastographie und die Shearwave-Elastographie. Hier als Beispiel eine Shearwave-Elastographie. Das funktioniert im Prinzip so, dass in dem Schallkopf ein Vibrationselement enthalten ist. So ähnlich wie im Mobiltelefon, nur viel schwächer sind diese Vibrationen. Und die werden dann übertragen auf das Gewebe und können dann wieder durch einen Algorithmus, die Verformungen ausgewertet werden. Und das wird dann einerseits farbig kodiert und andererseits kann das auch quantitativ als Gewebefestigkeit, in dem Beispiel gemessen in Kilopascal, wiedergegeben werden. Ein sinnvoller Cut-off-Wert für Knoten ist 65 Kilopascal. Gewebe, was über 65 Kilopascal hart ist, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit maligne. Wir sehen bei diesem Knoten hier, der hat 6 Kilopascal Gewebefestigkeit, also das ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit benigne. Bisschen anders sieht es hier aus, das ist eine Kalkschale. Ja, Sie sehen hier dieses starke Verkalkungsmuster, Sie können gar nicht innen reinschauen, Sie sehen nur die Kalkschale und die ist natürlich sehr, sehr hart in der Elastographie. Damit sind wir am Ende unserer kleinen Reise in die Thyreologie angelangt. Falls Sie die Lust gewonnen haben daran und sich denken, oh, das ist ja doch eine spannende Sache, oder falls Sie sich wundern, was das hier für ein komisches Programm auf diesem iMac neben mir ist, dann möchte ich Sie einladen, sich mal das Programm SimThyr anzuschauen. Das ist ein Simulationsprogramm für die Funktion der Schilddrüse, das gewissermaßen die Brücke zwischen der Pathophysiologie und der Biochemie auf der unteren Ebene und der Klinik darstellt und verständlich macht. Ja, das Programm SimThyr, das gibt es für den Mac, aber auch für Windows, Solaris, verschiedene Linux-Derivate, wahrscheinlich alles, was Sie so zu Hause herumstehen haben. Und wenn Sie das Programm starten, dann können Sie als ersten Schritt so ganz einfach eine Zeitreihe simulieren, indem Sie hier auf Start klicken. Und dann sehen Sie die Entwicklung von TSH und peripheren Schilddrüsenhormonen, die Sie hier auch auswählen können über so ein Einblendmenü, über 24 Stunden. Was hier auffällt, ist, dass letztlich die TSH-Konzentration sehr stark schwankt über 24 Stunden. Das ist ein sogenannter zirkadianer Rhythmus, also ein Rhythmus über den Verlauf eines Tages. Was man auch sieht, sind ultradiane Rhythmen, also Rhythmen, die eine viel höhere Frequenz als 24 Stunden haben. Die resultieren von der pulsatilen TSH-Sekretion. Und was man hier auch untersuchen kann, ist, dass man jetzt mal guckt, wenn wir die Struktur des Regelkreises anschauen, was passiert, wenn wir bestimmte Strukturparameter ändern. Zum Beispiel die Sekretionsleistung der Schilddrüse, wenn wir die auf grob gerechnet mal die Hälfte reduzieren, von 3,4 auf, sagen wir mal, 1,5 Picomol pro Sekunde,
und dann mal gucken, was der Regelkreis macht, wenn wir jetzt mal über 28 Tage, also 4 Wochen simulieren, dann sehen wir, dass die FT4-Konzentration im Referenzbereich bleibt, dass aber die TSH-Konzentration ansteigt und zumindest zu gewissen Tageszeiten über der Obergrenze des Referenzintervalls liegt. Das ist das, was die latente Hypothyreose definiert. Was aber auch auffällt, und das sieht man nur mit so einer Computersimulation, das kann man nicht in Abbildungen gut darstellen, ist, dass das nicht zu jeder Tageszeit ist, sondern praktisch nur am Morgen oder am Vormittag. Ja? Wenn Sie den Patienten am Nachmittag untersuchen, dann werden Sie eine völlig normale TSH-Konzentration feststellen. Das heißt, Sie können eine latente Hypothyreose nicht diagnostizieren. Darüber hinaus können Sie Sensitivitätsanalysen durchführen. Das heißt, Sie können gucken, wenn wir einen bestimmten Strukturparameter systematisch ändern, was passiert mit den peripheren Schilddrüsenhormonen oder mit TSH, die wir messen, wie reagieren die darauf? Und da gibt es noch viele weitere Optionen für Sensitivitätsanalysen und andere Untersuchungen, die man hier sozusagen virtuell machen kann. Sie können praktisch einen virtuellen Flugsimulator für die Schilddrüsenfunktion machen, was Sie Ihren Patienten nie tun können. Hier können Sie gefahrlos rumspielen und mal ausprobieren, was passiert. Ja, ich hoffe, dass ich Sie anstecken konnte. Nicht mit Covid-19, sondern mit der Begeisterung für die Thyreologie, für die Schilddrüse, dieses kleine, aber doch in physiologischer Sicht enorm wichtige Organ. Wenn mir das gelungen sein sollte, würde ich mich freuen. Auf jeden Fall ist es nützlich, sich gut mit Schilddrüsenerkrankungen auszukennen, egal in welchem Fach der Medizin Sie sich später mal betätigen werden. Nur kurz oder lang werden Sie auf jeden Fall mit der Schilddrüse zu tun haben. Und wenn Sie sich da gut auskennen, dann wird es für Sie selber gut sein, aber auch für Ihre Patienten.